In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Freunde ganz einfach hypnotisieren könnt und wie ihr somit zu dem Party-Highlight werdet, indem ihr alle Anwesenden zum Staunen bringt. Das Erste, was ihr machen müsst, ist zunächst die Person, die ihr hypnotisieren möchtet, zu entspannen. Dafür sollte sich die Person am besten hinsetzen. Wenn ihr das Ganze im Stehen macht, könnte die Gefahr bestehen, dass die Person sich zu sehr entspannt und dadurch hinfällt. Passt da also gut auf. Sobald die Person sich hingesetzt hat, könnt ihr loslegen. Wenn ihr wollt, dass die Hypnose sehr einfach und schnell abläuft, habe ich am Ende noch sehr wichtige Tipps für euch, die eure Erfolge mit der Hypnose enorm steigern werden. Bleibt also bis zum Ende dran. Wenn die Person, die ihr hypnotisieren wollt, eher verschlossen ist und nicht gerade open-minded, fragt sie am besten nicht, ob sie hypnotisiert werden will. Dies wird sie nämlich höchstwahrscheinlich ablehnen, sobald das Wort Hypnose fällt. Grund dafür ist, dass viele Menschen leider falsche negative Assoziationen mit Hypnose haben. Somit haben sie womöglich unberechtigte Angst davor und was passiert dann? Sie blocken ab und die Hypnose geht in die Hose. Sagt in so einem Fall lieber, ihr möchtet ihr ein paar coole Dinge zeigen, die man so mit dem Gehirn anstellen kann. Oder dass ihr ihr eine gute Entspannungstechnik zeigen wollt oder irgendetwas anderes, was euch selbst einfällt und eine Hypnose grob beschreibt. Seid da einfach kreativ. Ihr verpackt das Wort Hypnose einfach nur anders, damit die Person keine unnötige Angst hat, die nicht auf Fakten basiert. Wenn ihr die Zeit habt, die Person ausführlich über die Hypnose aufzuklären und ihr so die unbegründete Angst zu nehmen, dann macht es lieber auf diese Art und Weise. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Teil der Hypnose, nämlich der sogenannten Induktion. Achtung, bevor ich jetzt fortfahre, möchte ich ausdrücklich erwähnen, dass ich keinerlei Haftung übernehme und dass ihr die volle Verantwortung tragt. Hypnose ist ein durch die Wissenschaft bewiesenes Phänomen, bei dem man in eine Trance versetzt wird und bestimmte Dinge im Kopf ändern, hinzufügen oder löschen kann. Geht verantwortungsvoll und moralisch korrekt damit um. Also, ihr braucht in jedem Fall die Einwilligung der Person. Führt die Hypnose niemals ohne Einwilligung durch. Sobald die Person also einwilligt, fordert ihr sie dazu auf, dass sie eurer Anleitung, sprich der Induktion, ganz genau Wort für Wort folgen soll. Jetzt kommt der spannende Teil. Macht das genau nach dem Schema, das ich euch jetzt gebe. Die Person, die ihr hypnotisieren wollt, soll euch hier auf diesen Punkt auf der Stirn schauen. Ihr könnt jetzt übrigens auch selbst mitmachen und allem, was ich sage, ganz genau folgen. So lernt ihr nämlich am besten. Es ist sehr wichtig, dass ihr der Person all das sagt, was ich euch nun sage. Während du hier auf diesen Punkt auf meiner Stirn schaust, entspannt sich dein Körper immer mehr und mehr. Du merkst, wie sich meine Stimme auch entspannter anhört und dich immer tiefer und tiefer entspannen lässt, während du weiter auf diesen Punkt schaust. Du merkst, wie sich dein Körper immer mehr und mehr entspannt. Du spürst, wie sich deine Augenlider entspannen. Du spürst, wie sich deine Gesichtsmuskeln entspannen. Deine Augenlider werden immer schwerer und schwerer. Je mehr du dich auf diesen Punkt auf meine Stirn konzentrierst, desto mehr merkst du, wie deine Augenlider immer schwerer und schwerer werden. Du fühlst, wie deine Gesichtsmuskeln sich immer tiefer und tiefer entspannen. Jedes Mal, wenn du blinzelst, werden deine Augenlider immer schwerer und schwerer, sodass es dir kaum mehr möglich ist, sie offen zu halten. Stelle dir vor, wie du abends müde vom Fernseher sitzt, deine Augen immer müder werden und sich langsam immer mehr und mehr schließen. Das nächste Mal, wenn du blinzelst, werden deine Augenlider so schwer sein, dass es dir kaum möglich sein wird, sie zu öffnen. Wenn ich jetzt von der Zahl 5 bis 1 zähle, werden deine Augenlider bei 1
so schwer sein, dass deine Augen einfach geschlossen bleiben, als wären sie zugeklebt worden. Und deine Gesichtsmuskeln entspannen sich komplett. 5, 4, 3, 2. Deine Augen entspannen sich immer mehr. 1. Deine Augen sind jetzt komplett geschlossen. Deine Augenlider fühlen sich so schwer an, dass du sie kaum öffnen kannst. Es ist unmöglich, sie zu öffnen. Je mehr du versuchst, sie zu öffnen, desto schwerer werden sie. So, als ob sie fest zugeklebt wären. Versuche, deine Augen zu öffnen und sie kleben noch viel fester zusammen. Teste jetzt, ob du deine Augen öffnen kannst, nur um dir selbst zu beweisen, dass deine Augenlider wie festgeklebt sind. Alles, was ich eben gesagt habe, sagt ihr natürlich zu der Person, die ihr hypnotisiert. Nachdem die Person diesen Test mit den Augenlidern gemacht hat, sagt ihr: Wenn ich dich jetzt leicht an der Schulter berühre, wird sich dein Körper komplett entspannen. Dein Körper wird komplett locker und entspannt sein. Alle deine Muskeln entspannen sich. Alle deine Nervenzellen entspannen sich. Deine Muskeln werden mit dieser Berührung so schwer werden, dass du sie kaum bewegen kannst. Dann hältst du die Person leicht an ihrer Schulter und sagst: So, jetzt entspannt sich dein Körper und wird komplett locker. Alle deine Muskeln entspannen sich. Alle deine Nerven entspannen sich. Danach macht ihr Folgendes. Ihr bittet die Person, ihren Arm hochzuheben. Ungefähr so. Dann sagt ihr: Wenn ich deinen Arm antippe, wird er so schwer sein, dass du ihn kaum heben kannst. Dann tippt ihr den Arm der Person an und sagt: Dein Arm wird jetzt richtig, richtig schwer. Wenn du jetzt versuchst, deinen Arm zu heben, um zu testen, ob er wirklich so schwer ist, wird er immer schwerer und schwerer. Danach sagt ihr: Wenn ich deinen Arm gleich wieder antippe, wird er komplett locker runterfallen, wie ein nasser Lappen, und du wirst dich wieder doppelt so tief entspannen. Dann macht ihr genau das. Ihr tippt leicht auf den Arm der Person und er wird locker runterfallen. So, ihr habt es geschafft. Ihr habt jetzt die Person in einen Trance-Zustand versetzt. Wir sind aber noch lange nicht fertig, denn ein wichtiger Teil fehlt noch, nämlich die Vertiefung. Gleich gebe ich euch eine sehr starke Methode, mit der ihr die Hypnose ums Zehnfache vertiefen könnt. Das mit den zugeklebten Augen und dem schweren Arm haben uns gezeigt, dass die Person sich in einem Trance-Zustand befindet. Das ist sowohl eine Bestätigung für uns, dass wir alles richtig gemacht haben, als auch für die Person, die hypnotisiert wird. Ab diesem Moment könnt ihr der Person theoretisch bereits Suggestionen geben. Ihr denkt jetzt bestimmt, das war's und ihr könnt loslegen. Aber oft sind die Personen noch nicht tief genug in einer Trance. Deshalb kommt jetzt was sehr Wichtiges. Also passt genau auf. Vertieft jetzt den Trance-Zustand noch weiter. Sagt dafür Folgendes. Ich werde jetzt von der Zahl 10 rückwärts zählen. Erlaube es dir, bei jeder Zahl, die ich aufzähle, dich doppelt so tief zu entspannen. Sagt auch immer wieder zwischendurch, dass die Person sich nur auf eure Stimme konzentrieren soll und dass all die anderen Hintergrundgeräusche, die sie hört, sie dazu bringen, sich noch viel tiefer zu entspannen. Wenn ihr merkt, dass die Person unruhig wird, könnt ihr auch Folgendes sagen. Mit jedem Wort, was ich sage, erlaube es dir, dich immer tiefer zu entspannen. Es ist auch sehr wichtig, dass ihr in solchen unruhigeren Momenten die Person darauf aufmerksam macht, dass sie ganz genau euren Anweisungen folgen soll. Ihr denkt jetzt bestimmt, das war's. Aber gleich kommt noch was viel Wichtigeres. Ihr habt jetzt nämlich gelernt, wie ihr sehr leicht eine Person eurer Wahl hypnotisieren könnt.
Doch manche Personen brauchen ein bisschen länger, damit sie einen tiefen Trancezustand erreichen, und bei den anderen geht es ganz schnell. Bei denen, die länger brauchen, sollt ihr einfach Geduld haben und Folgendes machen. Was sehr gut funktioniert, ist, wenn ihr die Person 5-mal hintereinander aus dem Trancezustand rausholt und wieder reinbringt. Das funktioniert folgendermaßen. Sagt ihr, dass sie bei der Zahl 3 ihre Augen aufmachen soll, und wenn ihr mit euren Fingern schnippst, so, soll sie die Augen wieder schließen. So würde es dann in der Praxis aussehen. 1, 2, 3. Mach deine Augen auf. Und jetzt schließe deine Augen und erlaube es dir, dich doppelt so tief zu entspannen. Das macht ihr 5-mal hintereinander. So schafft ihr es, die Person 10-mal so tief zu entspannen. Okay, geschafft. Aber wie holen wir jetzt die Person aus der Trance zu uns zurück? Grob gesagt, um die Person wieder aus der Trance zu holen, sagt ihr, dass ihr bis zu der Zahl 3 zählt und dass die Person bei der Zahl 3 ihre Augen öffnen soll. Macht es aber am besten so, wie ich es euch gleich zeigen werde. Ihr könnt ihr dann auch gerne positive Suggestionen geben, dass sie sich danach zum Beispiel sehr gut, glücklich, zufrieden und sehr erholt fühlt. So macht ihr der Person quasi gegen Ende noch ein schönes Geschenk. Es würde dann folgendermaßen aussehen. 1. Du kommst langsam wieder in deinen normalen Zustand zurück. 2. Dein Puls und dein Blutdruck kriegen für dich die optimalen Werte. Bei der Zahl 3 machst du deine Augen auf. Du fühlst dich wunderbar. Dir geht es sehr, sehr gut. Du fühlst dich frisch, entspannt, hellwach, komplett ausgeruht, wie nach einem langen, tiefen Schlaf. Und du fühlst dich übertrieben glücklich und zufrieden. 3. Mach deine Augen auf. So holt ihr die Person aus dem Trancezustand raus. Falls ihr euch nicht alles merken konntet, spult jetzt zum Anfang zurück, schreibt alles mit und kommt an diese Stelle hier zurück. Denn ich gebe euch am Ende noch einen sehr wertvollen Tipp mit, durch den ihr die Hypnose bei euren Freunden viel einfacher und schneller durchführen könnt. Übrigens, die Tricks mit den zugeklebten Augen und mit dem schweren Arm gelten schon als Partytricks an sich und werden sehr viele eurer Freunde beeindrucken. Da spreche ich aus Erfahrung. Ihr könnt aber auch andere zusätzliche Suggestionen ausprobieren. Dazu werde ich in Zukunft ein Video auf meinem Kanal hier rausbringen. Achtet nur darauf, dass ihr dabei moralisch korrekt seid. Immer. Ein sehr wertvoller Tipp ist, dass Hypnose bei Partys meiner Erfahrung nach am besten funktioniert. Sie klappt generell am einfachsten und am schnellsten, wenn viele Leute da sind und dabei zuschauen. Das muss aber nicht unbedingt sein. Natürlich könnt ihr die Hypnose überall, wo es sicher ist, anwenden. Um selbst eine tiefe Trance zu erleben, klickt einfach auf dieses Video. Teilt dieses Video mit euren Freunden, sie werden euch sehr für diesen Tipp schätzen. Peace und bis zum nächsten Video.